Servus, herzlich willkommen zu Kurzgebellt von Akademie Hund. Ich möchte heute mit euch über Hundehalterhaftpflichtversicherungen sprechen, denn viele Leute fragen mich, brauche ich denn unbedingt eine Versicherung? Mein Hund ist ja eh so brav und da ist meine Antwort immer ganz klar, ja, ihr braucht unbedingt eine Hundehalterhaftpflichtversicherung. Denn es kann immer wieder ganz unvorhergesehen eine Kleinigkeit passieren und bei einer Kleinigkeit ist vielleicht nicht so schlimm. Aber stellt euch Folgendes vor, ihr geht spazieren, euer Hund erschreckt sich aus unerfindlichen Gründen auf dem Spaziergang, springt auf die Straße und zwei Autos krachen ineinander. Wenn ihr jetzt keine Versicherung hättet, dann müsstet ihr privat, also mit eurem eigenen Geld, dafür haften, dass da zwei Autos kaputt gegangen sind und unter Umständen sogar dafür, dass zwei oder mehr Menschen dann zum Arzt fahren müssen und sich vielleicht behandeln lassen müssen. Und ihr könnt euch vorstellen, da geht es ganz schnell um mehrere hunderttausend Euro. Und das aus einer klitzekleinen Situation heraus. Deswegen würde ich euch ganz dringend raten, eine abzuschließen. Und wenn ihr das macht, möchte ich euch bitten, auf folgende Sachen zu achten. Zum einen ist es sinnvoll zu gucken, dass eure Hundehalterhaftpflichtversicherung auch abdeckt, dass euer Hund im Freilauf versichert ist. Denn da passiert natürlich viel schneller etwas, als wenn ihr ihn an der Leine habt. Die andere Sache, die ich abdecken würde, ist, dass auch wenn jemand anderes mit eurem Hund Gassi geht, der Hund und sein Halter in dem Moment zusammen versichert sind. Denn euer Hund hört wahrscheinlich auf einen fremden Menschen nicht ganz so gut wie auf euch. Und die letzte Sache, die ich immer noch beachten würde, wäre, dass Mietsachschäden mit abgedeckt werden. Stellt euch vor, ihr fahrt mal in Urlaub, habt eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer gebucht und euer Hund macht da aus Versehen was kaputt. Oder mit Absicht, weiß man ja nicht. Dann ist es immer sinnvoll, dass auch das von der Haftpflichtversicherung abgedeckt wird. So arg teuer sind die in der Regel nicht. Die kosten meistens unter 100 Euro im Jahr. Und wenn dann mal was passiert, dann sind die paar Euro, die ihr da im Jahr bezahlt, meistens ganz schnell wieder drin.